Hi, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Was gucken wir uns heute an? Heute gucken wir uns diese Shiatsu-Fußmassage von Mountrax an. Mountrax hat mich gefragt, angeschrieben, hey, würdest du das Gerät mal testen und auf YouTube vorstellen? Ich war eher skeptisch, habe gedacht so, dann habe ich aber bei Amazon gesehen, dass da wirklich sehr viele gute Bewertungen waren und ich ja eigentlich wirklich auf sowas stehe. Ich habe schon so ein Nackenmassagegerät und so und habe gedacht, okay, das hat so viele gute Bewertungen, das kann eigentlich nicht schlecht sein, machste. So, gesagt, getan. Mountrax hat mir das gute Stück hier geschickt, deswegen ist da oben auch Werbung eingeblendet, weil ich es nicht von meinem Geld gekauft habe. Nichtsdestotrotz bekommt ihr hier eine vollkommen subjektive Bewertung von mir, also ich darf sagen, was ich will und das ist mir auch wichtig und ich werde auch sagen, was ich will, aber im Großen und Ganzen gefällt mir das Ding echt gut. Ich fange mal mit den Sachen an, die mir nicht gefallen. Nicht so gut gefällt mir, es ist natürlich relativ groß, aber andererseits, wie will man das bewerkstelligen, weil ihr habt hier drin nicht nur Massage, sondern ihr habt auch Kompression, das heißt, hier drin sind Luftpolster, die sich aufpumpen und die müssen ja irgendwo untergebracht werden, die Pumpen. Was mir auch nicht gefällt, ist das Kabel. Das ist, finde ich, zu kurz für das Gerät. Das ist gerade mal 1,80 lang. Und mir gefällt auch nicht, wo quasi der Anschluss ist, weil der ist hier an der Seite. Da hätte ich mir mehr gewünscht, dass der irgendwo mittig wäre. Aber ansonsten finde ich das Gerät echt sehr gelungen und auch sehr angenehm. Das ist so klasse, wenn ihr da mit den Füßen drin seid. Hier drunter habt ihr vier große gummierte Füßchen. Oder Füße, also Füßchen sind das schon nicht mehr. Und damit habt ihr einen sicheren Stand. Und wir gucken mal hier oben. Sobald ihr das einsteckt, ist es quasi im Standby-Modus, weil ihr habt noch diese Fernbedienung dabei, mit der ihr auch alles regeln könnt. Und das finde ich richtig genial. Ihr habt zwei verschiedene Zeitprogramme. Einmal 15 Minuten oder einmal 30 Minuten und je nachdem, welches ich auswähle, wenn ich das jetzt hier einschalte, dann seht ihr, ist im Moment hier das rote Licht an und blau heißt, das wäre das 30-Minuten-Programm. Ihr könnt die Heizung zu- und ausschalten und ihr könnt auch hier alles komplett ausschalten, also dass ihr entweder nur Massage oder nur Kompression wählt, das geht auch. Beide, sowohl Massage als auch Kompression, haben insgesamt drei verschiedene Stufen und diese könnt ihr also so kombinieren, wie ihr wollt. Ihr habt im Prinzip also 9 Einstellmöglichkeiten. Der Unterschied ist bei der Massage, je höher ihr das einstellt, desto stärker oder desto schneller ist die Bewegung und desto stärker ist auch im Endeffekt der Effekt. Und bei der Kompression ist es so, die Endkompression ist höher. Und die ist aber auch nicht immer gleich. Das pumpt also nicht immer von 0 auf 100 auf, sondern es pumpt auch mal, es lässt auch mal ein bisschen Luft ab, dann seid ihr bei 80%, dann pumpt es wieder voll auf, dann geht ihr wieder runter auf 30%. Also es ist ganz unterschiedlich und je nachdem, wie stark aufgepumpt ist, desto stärker ist natürlich der Massageeffekt, weil es wird richtig aufgepumpt. Also der Fuß wird richtig eingeschlossen und es wird mit diesen Luftpolstern auch Druck ausgeübt. Die ersten zwei Stufen empfinde ich persönlich als, also low ist mir zu low, medium ist für mich perfekt und bei high, bei der Kompression, ist es schon teilweise grenzwertig. Da wird wirklich schon ein richtig starker Druck aufgebaut. Und da ist es mir dann teilweise schon ein bisschen unangenehm manchmal, aber das ist jetzt nicht, dass man sagt, boah, das geht gar nicht. Und ihr habt ja immer noch die Möglichkeit, mit der Fernbedienung einfach die Sachen wieder aus- oder einzuschalten. Ihr seht da drin dieses rote Licht und wenn ich jetzt mal hier die Heizung ausmache, dann ist auch das Licht hier unten drin aus. Also es ist eine Heizleistung da, aber die dauert halt ein bisschen, bis die aufgebaut ist. Also wenn ihr das gerne mit warmen Füßen da drin machen möchtet, dann würde ich euch empfehlen, erstmal hier diese ganzen Sachen am Anfang auszuschalten und einfach mal zu warten, 5 bis 10 Minuten, bis diese Heizleistung da ist. Und dann ist das bis zu 55 Grad soll es sein. Das kann ich jetzt nicht nachprüfen, ob das so stimmt. Ihr seht hier die Reißverschlüsse, das heißt, ihr könnt diese Fuß-Inlays, die könnt ihr komplett rausnehmen und waschen.
Ich persönlich gehe immer mit Socken noch da rein, weil ich finde es einfach hygienischer, wenn das mehrere nutzen. Und so muss ich auch nicht dieses Inlay hier rausnehmen und waschen. Das geht bis Schuhgröße 47. Ich habe Schuhgröße 41 und das hat den Vorteil, ich habe hier drin noch Luft und kann also auch je nachdem meine Füße hier drin noch verschieben. Ich habe auch relativ schmale Füße. Ich kann dann so ein bisschen rechts-links variieren, nach vorne und nach hinten. Und so kann ich auch nochmal variieren, wo diese Bälle quasi meinen Fuß massieren. Und die massieren echt gut. Das ist so angenehm. Ich könnte da echt stundenlang drin sitzen bleiben. Es ist natürlich nicht zu vergleichen mit einer Fußmassage, die ihr von einem ausgebildeten Physiotherapeuten oder von einem Masseur bekommt, aber es ist echt schon sehr, sehr angenehm. Nach dem Laufen oder wenn ich lange gestanden habe, dann mache ich immer ganz gerne auch mal über so eine kleine Faszienrolle und das ist noch viel besser, weil das einfach so unterschiedlich sich bewegt. Es dreht sich mal links rum, es dreht sich mal rechts rum. Ihr könnt den Druck verändern, ihr könnt die Intensität verändern, aber ihr könnt hier mit der Fernbedienung hin und her zappen, sage ich mal. Ich zeige euch jetzt erstmal, vielleicht sieht man es, wenn ich meine Hand reinstecke, wie stark diese Dinger sich doch bewegen. Also ihr seht jetzt hier an meinem Handrücken, jetzt steht es auf High, wie groß doch dieses Kneten ist, ne? Oder auch bei den Fingern. Da könnt ihr also richtig sehen, wie schief die hin und her gehen. Und das ist so angenehm, wenn ihr mit den Füßen drin seid. Vom Geräusch finde ich, ist es okay. Es ist jetzt auf der höchsten Stufe. Jetzt schalte ich mal die Kompression dazu und dann hört ihr auch die Pumpen, die dann zwischendurch angehen. Jetzt dreht die Rollen drehen sich jetzt in die andere Richtung. Und das Ganze ist wirklich so angenehm. Und ihr könnt halt, je nachdem, wie ihr die Stellung vom Fuß verändert, könnt ihr auch immer noch die Intensität und alles verändern. Mountrax hat mir für euch noch einen 20% Rabattcode geschickt und ich habe eben bei Amazon gesehen, im Moment ist das Gerät auch noch 20% reduziert. Guckt einfach mal, wenn ihr Interesse habt, ob beides zusammen funktioniert. Ich glaube, der Rabattcode geht sogar bis Juli. Aber das ist natürlich bei Amazon nicht bis Juli immer reduziert. Also im Endeffekt könnt ihr fast 40% dann kriegen. Falls es euch nicht gefällt, könnt ihr das ja auch zurückschicken bei Amazon. Das geht ja auch immer. Es gibt es in drei Farben. Ich habe jetzt hier das Graue. Es gibt es noch in Weiß und in Schwarz. Dementsprechend ist dann auch die Endnummer hier für die Farbkodierung. Und ich finde es sehr angenehm, muss ich sagen. Aber wie gesagt, diese höchste Stufe von der Kompression, die ist mir persönlich dann teilweise doch zu stark. Da pumpt es einfach dermaßen auf, dass ich denke, oh, weil jetzt ist es nämlich auch schon echt grenzwertig. Und ihr merkt auch, das Geräusch von den Massagerollen oder Kugeln wird deutlich anstrengender, wenn die Luftkompression aufbaut. Ja, so finde ich das Gerät schön verarbeitet, hat diesen gut funktionierenden Touchscreen. Ihr habt die Fernbedienung mit dabei und es macht, was es machen soll. Ich finde es sehr, sehr entspannend, aber natürlich ist es nicht unbedingt mit einer richtigen Massage zu vergleichen. Das ist immer noch mal was anderes. Aber so für den Hausgebrauch, wenn man lang gestanden hat, wenn man viel Sport gemacht hat und einem tun echt die Füße weh, dann ist das wirklich angenehm. So, hoffe, das kleine Review hat euch gefallen. Schaut es euch mal an und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.